Erstens, dass unser ökonomisches System bricht offensichtlich zusammen. Dies nicht nur wegen der sogenannten Finanzkrise, sondern vor allem, und es ist klar, dass das kaum diskutiert wird unter herrschenden Verhältnissen, sondern vor allem wegen der immer größer werdenden Kluft von Arm und Reich, auch in unseren vermeintlichen Wohlstandsgesellschaften. Selbst offizielle Erhebungen konstatieren dies inzwischen auch für die Bundesrepublik Deutschland. Zweitens und vor allem aber bricht unser ökologisches System mit verheerenden Folgen für jedwedes Leben auf der Erde zusammen. Trotz aller offiziellen Rhetorik war 2011 das Jahr mit dem höchsten CO2-Ausstoß in der Geschichte und die Gletscher- und Polarschmelze ist in weit größerem Maße vorangeschritten als bisher prognostiziert. Gleichzeitig produzieren Automobilkonzerne wie VW und BMW Autos mit immer höherem CO2-Ausstoß und verzeichnen gleichzeitig immer höhere Rekordumsätze. Also nur mal eine Sache, die relativ simpel klingt, aber die eigentlich also für mich schon wirklich ein Schockerlebnis waren. Der VW Golf, der 2011 produziert wird, hat einen deutlich höheren CO2-Ausstoß als der VW Golf, der 1970 produziert worden ist. Das muss man sich mal reinziehen. Wenn man sich heute VW-Werbung ansieht, dann tun die ja quasi so, als wenn die der beste Partner der Natur wären. Stattdessen sind sie trotz, und das andere, deswegen ist 1970 nicht zufällig gewählt von mir, seit 1970 steht das Problem des CO2-Ausstoßes offiziell auf der UNO-Agenda. Das heißt, es ist inzwischen über 40 Jahre lang nichts passiert. Renommierte Klimaforscher wie James Lovelock gehen daher heute davon aus, dass die menschliche Bevölkerung bis zum Jahre 2100, das ist in knapp 90 Jahren, um 90% geschrumpft sein wird. Das muss man sich mal auf der Zunge zeigen. Also um 90% weniger Leute leben 2100 auf diesem Globus als heute. Selbst wenn das übertrieben ist, selbst wenn es nur 50% sein werden, ist es natürlich eine extrem katastrophale Zahl. Gründe für politische Kunst gibt es also mehr als genug. Also ich glaube nicht, dass politische Kunst im Moment sonderlich en vogue ist. Es gibt hier einigen Ausnahmen, wie den Santiago Serra, Olaf in einigen Arbeiten, Olaf Metze sowieso, aber das ist dann auch wieder altes Eisen oder wie sagt man. Aber das Mehrzeug, der Großteil, den ich heute sehe, ist erschreckend naiv und